Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Vlog von Tag Nummer 2. Und ja, erstmal ganz kurz im Hintergrund, ihr seht es vielleicht ein bisschen, da tobt ein Schneesturm hinter mir. Sondergleichen, es gewittert auch nebenbei. Aber dazu morgen mehr. Am Tag 2, was haben wir da gemacht? Wir sind erstmal mit der U-Bahn Richtung City gefahren und dort sind wir dann erstmal durch einen Park gelaufen, das war der Public Garden, wo ich dazu sagen muss, dass alles vereist war an Wegen, das heißt Streuen kennen die nicht, habe ich im gestrigen Vlog schon erzählt. Das heißt, es war eine richtige Schlitterpartie, wo man echt aufpassen muss, dass man nicht irgendwie hinfällt, auf dem Rücken landet oder was weiß ich, sich ein Bein bricht. Das heißt, ich habe da in diesem Park eigentlich gar nicht mal wirklich einen Fuß gehoben, sondern einfach nur so drüber gerutscht und war froh, dass ich durch war. Der Park an sich war aber schön, hat mich so ein bisschen an Mini Central Park erinnert, weil der auch so groß, also in Anführungsstrichen groß war. Boston ist jetzt nicht die größte Stadt, also Boston an sich kann man ungefähr mit Dortmund vergleichen von der Größe her. Ist aber der Großraum ein bisschen größer, weil da Cambridge noch dran liegt, was auch relativ groß ist. Dieser Park liegt halt zentral in Boston und der ist relativ groß. So, wir sind da durchgelaufen und danach erstmal gleich shoppen gegangen. Was macht man denn, wenn man in Boston mal ist? Man geht natürlich erstmal shoppen. Was denn auch sonst? Und ich muss sagen, Boston wird ja immer gesagt, dass das so super schön sein soll. Klar, im Sommer ist es mit Sicherheit auch nochmal schöner als im Winter. Davon bin ich fest überzeugt. Aber irgendwie hat das jetzt auf mich nicht so den Eindruck gemacht, als wenn das so super die schöne amerikanische Großstadt ist, sondern es ist einfach eine amerikanische Großstadt. So, auf dem ersten Eindruck jetzt. Und vom Shopping her, ich war gestern bei Macy's, dann ne, bei Primark natürlich, weil man, ja, ich wollte unbedingt so einen Ugly Christmas Sweater haben, habe ich ja auch schon mal, ich glaube, in Minecraft Let's Play oder sowas erwähnt. Aber irgendwie hatten die hier keinen. Das ist voll doof. Will ich einmal einen hässlichen Pullover haben, dann haben die hier keinen hässlichen Pullover. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und wir waren dann schon wieder bei so einer Burger-Kette, eine bessere Fast-Food-Kette. Wie hießen die nochmal? Irgendwas mit mir fällt der Name jetzt nicht ein. Auf jeden Fall haben wir da Mittag gegessen, sind dann auch gleich wieder zurückgegangen. Also ich war im Apple Store, und habe einen fahrbaren, mit seinem iPhone steuerbaren R2-D2 gesehen, was, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber was mir aufgefallen ist, ist genau, oder noch krasser als in Deutschland, wenn du einen Apple Store leitest, so, dann hast du gleich mal 100 oder 150 Mitarbeiter, da sind irgendwie in so einem Apple Store mehr Mitarbeiter als Kunden drin. Bei einem Apple Store will das schon was heißen, also es war ein dreistöckiger Apple Store und auf jeder Etage waren bestimmt 25 Mitarbeiter oder so und auch vielleicht so 20 Kunden. War Christmas Day, also der 24. Und gegenüber Deutschland muss man halt sagen, wo am 24. halt schon alles zu hat, die Amis, die feiern ja eher am 25., also heute zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, wo alles zu ist. Aber am 24. hatten noch alles offen, bis irgendwie 5 Uhr nachmittags oder sowas. Das war ein Sonntag sogar, also da haben auch alle Geschäfte offen im Vergleich zu Deutschland halt, was in Deutschland halt nicht der Fall ist oder nicht überall der Fall ist. Und da haben die ganzen Amis auch noch so Last-Minute-Geschenke gekauft. Das heißt, es war, ich weiß nicht, ob es billig war jetzt im Sale, keine Ahnung. Was mir jetzt erstmal aufgefallen ist, ist, dass als relativ teuer ist, aber ich weiß gar nicht, ob es früher auch schon immer so teuer war. Oder keine Ahnung, und natürlich, was einem auch immer auffällt, vor allem wenn man halt so, ja, wenn halt viele Amis unterwegs sind, um noch Geschenke zu kaufen, das hier treibt sich ein Völkchen rum. Typisch Amerika, dieser Melting Pot, wo halt alles irgendwie unterwegs ist an Menschen und es auch nie oder keinen irgendwie juckt, wie der andere aussieht, zum Beispiel, was der andere anhat, und hier wird halt irgendwie Individualität noch viel größer geschrieben als in Deutschland. Manche so Kleidungskombinationen, wo man sich denkt, halt, das geht gar nicht. Oder auch manche, weiß ich nicht, so Style, wie die halt rumlaufen. Oder man muss sagen, hier laufen viele Bekloppte rum. Hier riecht auch regelmäßig Weed, seitdem das legalisiert wurde, noch viel mehr. Und Boston ist eigentlich eine europäische Stadt, also sehr viel europäischer als andere Städte, vor allem wenn man halt im Westen der USA schaut.
Was man vor allem an den Häusern ein Stück weit merkt und an den Menschen weiß ich gar nicht mal so unbedingt. Und ja, Shopping, genau habe ich schon gesagt, waren wir. Kleine Anmerkung vom Autor, beziehungsweise beim Videoschneiden. Mir ist aufgefallen, ich habe euch noch gar nicht alles erzählt, was ich an diesem Tag gemacht habe. Und zwar war ich noch am Hafen von Boston in der City. Das heißt, die Boston City, die Innenstadt, ist auf einer Art Halbinsel gebaut worden. Und du hast dann praktisch von drei Seiten Wasser. 1,5 Seiten sind ungefähr so ein Fluss und 1,5 Seiten sind dann ungefähr das Meer. Und an diesem Meer ist eben der Hafen gelegen. Und da war ich auch noch an diesem Tag. Bin da ein bisschen rumgelaufen. Allerdings war es sehr windig und schon ziemlich kalt. Ich muss dazu sagen, jetzt im Nachhinein, das waren die wärmsten Tage, der erste und der zweite Tag. Da hat es ungefähr minus 4 Grad gehabt. Wir mussten jetzt erstmal, da wir um 5 alle Geschäfte zugemacht haben, auch alle Restaurants, auch alle Lebensmittelläden, auch alles einfach nur, mussten wir irgendwas besorgen, was man dann Heiligabend so essen könnte. So. Wenn man in einem Hotel wohnt und Heiligabend dort verbringt, dann hat man keine Gelegenheit, irgendwas Warmes zu essen. So. Das heißt, ich habe zu Heiligabend gestern ein Müsli gegessen und dazu Obst und noch ein bisschen Baguette-Brot mit Schinken. Und was gab es noch? Irgendwie so Sushi. Und das war es auch schon fast. War interessant. Wir haben uns dann unten in diesen Frühstücksbereich gesetzt. Ganz allein. Irgendwie ist im Hotel auch gar keiner. War Weihnachten gefühlt. Haben uns dann in diesen Frühstücksbereich gesetzt. Und dann da unser klägliches Weihnachtsessen gegessen. Und zufälligerweise stand noch ein sehr trauriger Tannenbaum, der irgendwie aufgestellt wurde und danach nie gegossen wurde, stand da auch noch neben unserem Tisch. Und man muss sagen, der Frühstücksraum ist zur Hauptstraße raus. Das heißt, da laufen Menschen vorbei ohne Ende und da fahren Autos vorbei ohne Ende, auch am Christmas Eve. Und dann haben wir halt unsere Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und die dann da ausgepackt und die Leute sind halt alle dran vorbeigegangen und haben da so reingeguckt. Also es war schon ein sehr gemütliches Weihnachtsfest, total im Kreise der Familie und so ruhig und zurückgezogen und ein Essen, das war total lecker. Also, aber irgendwie, es war mal interessant, es war wirklich mal interessant. Ich meine, ich habe jetzt oft schon über Leute abgelästert, die irgendwie über Bockwurst und Kartoffelsalat zu Weihnachten essen. Ich habe es noch getoppt mit Müsli. Aber gut, sei mal dahingestellt, geht halt nicht anders. Ich bin gespannt, was ich heute mache, weil ja, jetzt haben halt alle Geschäfte zu den ganzen Tag und ich habe noch ein bisschen Müsli da von gestern. Ich hoffe, dass wenigstens irgendwie eine Fastfood-Kette oder sowas offen hat, dass ich halt irgendwas zu essen bekomme. Und oder beziehungsweise, wenn man hier mal rausguckt, ob ich überhaupt heute rausgehe, weil ganz ehrlich, es windet extrem, es schneit extrem. Und es gewittert auch. Ich weiß nicht, ich wollte heute eigentlich an diesem Freedom Trail entlang gehen, aber ich glaube, das ist so eine Linie auf dem Boden, die mit Pflasterstein markiert ist. Aber ich glaube, bei dem Wetter kann man nicht wirklich was machen, also sie haben angekündigt, Moment, das kann ich auch ganz gut sagen. Sie haben angekündigt, dass es irgendwie einen Fuß Schnee geben soll, das heißt 30 Zentimeter, ja. Morgen Abend soll es eigentlich noch nach New York gehen, kann ich schon mal ankündigen. Ich bin mal gespannt. Ein Bus. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt fährt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Überraschungspaket. Und ja, jetzt aber erstmal, das war Tag 2. Dann gestern nicht mehr viel gemacht, außer halt dieses, ja, Heiligabend gefeiert. Und an der Stelle danke ich euch auch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder, das heißt morgen vom 26. Dezember dann. Ne, vom 25. Dezember, heute ist der 25. Vlog von heute. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao, ciao.